Ja, ich stehe da vor der FH St. Pölten. Es regnet und es ist schier. Aber das liegt nicht am Wetter, das liegt an St. Pölten. Hinter mir die FH. Wir schauen jetzt gleich mal rein, was sich da täglich für arme Seelen herverirren. Wir sind drauf, okay, also hallo. Ich habe mich für euch an den hässlichsten Ort Europas begeben, St. Pölten. Es ist ein Minenfeld. Permanent habe ich Angst, mich zu übergeben. Überall sehe ich leere Blicke und gestorbene Träume. Hasst ihr euch selbst oder warum seid ihr da? Ich glaube ersteres, ja. Das ist ganz gut zusammengefasst. Wir haben keine Hobbys. Hallo, was gefällt dir an der FH St. Pölten? Ich mag gerade nicht reden. Das ist sehr langweilig. Würdet ihr euch lieber eine Glatze rasieren oder nach St. Pölten ziehen? Eine Glatze rasieren. Lebensfreude finde ich hier selten. Was ist dein Lieblingsmüll? Kunststoff, Papier, Restmüll, Metall oder St. Pölten? Papier, ich bin Erstsemester, ich habe noch nichts gegen St. Pölten. Du bist Masochistin, oder? Weil du hier studierst. Nein, bin ich nicht. Manche Flammen lodern noch, doch auch sie werden bald erlöschen. Hallo, was studiert sie denn? Medienmanagement. In welchem Semester seid ihr? Im ersten. Wieso bist du hier? Was gefällt dir? Was möchtest du in Zukunft machen? Erzähl mal ein bisschen. Also was ich in Zukunft genau machen will, weiß ich noch nicht. Aber ich mag die Branche sehr, weil man einfach viele Möglichkeiten hat, dann in unterschiedliche Bereiche zu gehen. Ich kann das nicht ernst nehmen, wenn du dein Weckerl vor mir isst. Hilfe! 9.40 Uhr. Ich kann nicht mehr. St. Pölten hat auch mich zerstört. Ich habe Dinge gesehen, die ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen würde. Das war wohl unsere letzte Reportage.